und Servus, meine lieben Freunde des elektrischen On- und Offroad-Zweirads. Der Daniel hier von eMotoX. Es hat ja leider eine ganze Weile lang nichts von uns gehört, was nicht heißt, dass wir untätig waren in der ganzen Zeit. Vorneweg mal so ein bisschen Networking betrieben im Süden Deutschlands. Würden wir euch da jetzt so nach und nach auch den einen oder anderen nochmal vorstellen. Zu Anfang möchte ich mich da ganz, ganz herzlich beim Dominik von Brab Nation bedanken. Der hat uns wirklich einen Haufen Arbeit abgenommen und ein paar wirklich, wirklich coole und ehrliche Reviews über die Soran Stormy gemacht. Guckt es euch mal an, Kanal ist hier eingeblendet. Dominik, vielen Dank. Wir hoffen auf mehr. Bis bald. Jo, wo geht's bei uns weiter oder los? Ihr seht schon, die geilste Version meiner Leitbiene, die ich je reiten habe dürfen, weil wir jetzt suspensionmäßig auch nochmal richtig was dran gedreht haben. Vorne eine Manitou Dorado verbaut. Da hatten wir im Zuge unserer Vorbereitungen so ein bisschen, wie sagt man, Forschung betrieben mit folgendem Ergebnis. Böse Zungen behaupten, wir sollen den Kanal umbenennen in der alte Mann, der alles kaputt macht. Schaut sie euch an. Meine gute DVO in drei Teile gesprengt. Wie kommt sowas? Ich würde jetzt gern behaupten, ich bin einfach zu krass für die Gabel, aber leider ist das nicht so. Ganz, ganz klarer Anwenderfehler. Das wollen wir nachher nochmal genauer beleuchten. Und basiert ist die ganze Geschichte folgendermaßen. Ich muss gestehen, dass ich früher so, wenn die Jungs Slow Movement und Dry Moves geübt haben, bin ich lieber nochmal zwei, drei Runden ballern gegangen, weil ich so diesen langsamen Scheiß nicht abkonnte. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Also habe ich beschlossen, abends immer noch mal ein halbes Stündchen hier draußen im Hof. Bisschen Slow Movement, bisschen Fakey, bisschen Stoppies zu üben, auch mal das Hinterrad ein bisschen zu versetzen. Ja, das habe ich dann so ungefähr zwei Wochen lang jeden Tag 20 Minuten, eine halbe Stunde lang gemacht, bis auf einmal die Gabel abgekackt hat. Tja, wie es da genau dazu gekommen ist, beleuchten wir dann in der Werkstatt nochmal ganz kurz. Also erstmal nochmal zurück zu unserer Manitou Dorado. Vorneweg krass geil zu fahren. Jeder, der sie bisher reiten hat dürfen, sagt dann im Prinzip das Gleiche. Die geilste Gabel bis dato. Es gibt drei Versionen der Manitou Dorado. Das ist einmal die Expert, die seht ihr hier, das ist eine Luftgabel. Dann haben wir die Dorado Pro. Das ist die gleiche, auch eine 37 mm, allerdings aus Carbon. Auch Luftgabel mit noch zwei, drei anderen Gimmicks, aber auch einen ganzen Zacken teurer. Als dritte in der Gruppe haben wir die, wie heißt sie, Dorado Comp, Manitou Dorado Comp, Kombinationsgabel aus Feder und Luftgabel. Was ist so das dickste Ding? Das dickste Ding oder das für mich wichtigste Ding ist, dass sie eine Bottom-Out-Funktion hat. Das heißt, sie kann nicht oder nur ganz leicht durchschlagen. Sie ist mir jetzt, ich habe sie auf 90 PSI aufgeblasen, bisher kein einziges Mal passiert. Mit der DVO hatte ich das in wirklich schöner Regelmäßigkeit. Nun gut, schauen wir uns die Gabelgeschichte nochmal genauer in der Werkstatt an. Ja Leute, was passiert ist, wisst ihr ja schon. Jetzt haben wir euch hier nochmal eine Versuchsanordnung zur Veranschaulichung aufgebaut. Keine Kosten und Mühen gescheut und das Fallrohr mit dem Draht an die Decke gebunden. Super. Ne? Nun gut, was will ich sagen? Ach, als erstes mal vielleicht noch, das weiß der ein oder andere vielleicht auch nicht, Mountainbike-Gabeln werden getestet mit einem Systemgewicht von 120 Kilo. So, schauen wir uns mal meine Situation an. Die Leitbiene von mir hat 70 Kilo um den Dreh. Ich denke eher Richtung 70, dank des dickeren Reifens und der bisschen dickeren Batterie. Ich habe 95 Kilo mit Ausrüstung, knappe 100 wahrscheinlich. Damit sind wir
bei 160 bis 170 Kilo. Das sind wir schon mal ein gutes Drittel über dem Systemgewicht, mit dem die Gabeln eigentlich getestet werden. Und wenn wir jetzt auch noch in unsere Gleichung mit hineinnehmen, dass wir zum großen Teil mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind, als das im Fahrradsektor ist, und sich Geschwindigkeit und Masse dann ja auch nochmal potenziert, dann sollte eigentlich auch klar sein, dass das vielleicht eventuell ein Stabilitätsproblem geben könnte mit so einer Fahrradgabel. Ne? Nun gut, wo machen wir weiter? Ach ja, zudem kommt dazu, das war mir auch nicht klar, die Hülse hier unten besteht aus Magnesium. Magnesium ist super, super stabil, allerdings lässt es halt auch keinerlei Flex zu. Es bricht direkt. Und genau das ist passiert. Wenn ihr euch jetzt überlegt, hier unten haben wir die Bremszange und das ist so eine Type wie ich, die schön Stoppi für Stoppi hier unten an der Bremszange ansetzt und volle Kanne in das Magnesiumröhrchen reinschiebt. Dass das auf Dauer nicht gut geht, hätte mir vorher klar sein können. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Jetzt weiß ich es, ihr wisst es auch. Ich denke, schlussendlich ist das Fazit aus der ganzen Geschichte, dass vielleicht nicht jede High-End-MTB-Downhill-Gabel auch unbedingt eine High-End-Lösung für unsere Leitby darstellt. Müsst einfach ein bisschen überlegen, was macht ihr mit euren Fahrzeugen. Natürlich sind diese Gabeln performancemäßig nicht zu toppen. Aber wenn wir die Stabilität brauchen, dann glaube ich, dass wir ganz grundsätzlich mit den Gabeln, mit denen sie aus dem Päckchen kommt oder kam, ob das nur eine Fast Ace, eine DNM oder heute die KKE-Gabel ist, gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Da das alles Upside-Down-Gabeln sind und die in ihrer Stabilität mit Sicherheit diese High-End-Downhill-Gabelbrückengabeln übertreffen. Da bin ich mir ganz sicher. Das Thema ist, dass uns da der Upgrade-Sektor relativ schmal ausfällt. Im Prinzip bleibt aktuell nur die Manitou oder richtig Geld auszugeben und dann eine Ölens oder etwas in der Art zu verbauen. Grundsätzlich müsst ihr euch überlegen, wenn ihr auch so ein bisschen Tricking oder Trial versucht zu machen mit euren Lightbees, ist es vielleicht die bessere Entscheidung, auf eine Upside-Down-Gabel zu setzen, denn auf eine Gabelbrückengabel. Nun gut, das war's von vorne. Jetzt schauen wir uns mal noch das Hinterteil an. Da haben wir so eine ähnliche Situation. Willkommen am Arsch, meine Freunde. Ziemlich sexy Arschchen hier im Übrigen. Ja, ihr seht das schon. Der EXT Arma MX inklusive überhaupt nein verstärkter Triangel- und Schwingenverbinder. Das ist das Setup, das wir hier verbaut haben. Grandios. Jetzt funktioniert endlich Hüpfen. Zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten. Der Weg dahin war kein ganz leichter. Angefangen hat natürlich alles mit einer 450 LBS-Feder auf einem Original DNM-Dämpfer, denke ich, oder? Ja, DNM-Dämpfer war das damals. Das hat dann relativ schnell zu dem Ergebnis geführt. Leicht deformierte Triangel. Nun gut, dachte ich mir, da kannst du ja direkt reagieren. Haben wir da eine verstärkte Triangel, verstärkten Schwingenverbinder und eine 550 LBS-Feder gegönnt für hinten. Da ging soweit auch alles echt relativ gut, so bin ab und zu mal noch durchgeschlagen hinten, aber soweit erstmal alles einwandfrei. Circa ein Jahr lang, bis ich dann bemerkt habe, dass der Rebound echt nicht mehr so cool arbeitet an meiner DNM-Dämpfung und dachte mir dann, nun gut, Kackdämpfer, legst du nach, verbaust du dir den Vivid RockShox. Oder RockShox Vivid. Nun gut, wer uns auf Instagram beobachtet, weiß es ja schon, was passiert ist. Einmal flat gelandet, da war der RockShox hinüber, inklusive Schwingenverbinder. Tja, da drängt sich mir der Gedanke auf, ob sich Soren vielleicht was dabei gedacht hat bei dieser dünnen Triangel. So von wegen lieber Triangel verbogen als Dämpfer am Arsch. Man weiß es nicht. Wenn man es garantiert vermeiden will, dann bleibt einem keine andere Lösung als Extreme Shocks mit ihrem Arma MX.
ultra, ultra geiles Setup. Man gibt es absolut nichts zu meckeln. Sind zwei Funktionen, finde ich, die ihn absolut auszeichnen. Das ist einmal die Negativ Spring, das heißt eine Negativfeder, die den Rebound unterstützt. Da habt ihr quasi nicht mehr das Problem, dass der Rebound auf Dauer ausleiert. Und zum anderen hat er eine Bottom-Out-Funktion. Das heißt, die letzten 15% Dämpferweg werden so stark verdichtet, dass er quasi nur noch ganz leicht unten antatscht. Man sieht es auch, hier ist kein so dicker Gumminippel drin, wie man sonst von den hinteren Dämpfungen kennt. Also meiner Meinung nach die einzig wirkliche richtige Lösung für eure hintere Dämpfung, wenn ihr mit ein bisschen Gewicht ordentlich hüpfen wollt. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon durch für heute. Bis dahin, ich bin raus.